Gesundheitssprecherin der FPÖ, Dagmar Belakovic-Jenewein, ist nun an Bord. Ja, Herr Bundesminister, Sie haben also heute wieder Ihre angebliche Gesundheitsreform besonders gelobt. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Sie haben nämlich gesagt, wir reduzieren das Schlaganfallrisiko, indem wir das Salz reduzieren. Also bei aller Wertschätzung, Herr Bundesminister, wenn das alles ist, was Ihnen zu dieser Gesundheitsreform einfällt, dann ist das ohnehin selbstredend. Ich meine, das können Sie doch wirklich nicht ernst meinen. Herr Bundesminister, eines dieser Schlagworte, die mir heute noch im Ohr ist, als Sie diese Gesundheitsreform so groß angepriesen haben, das war der Best Point of Service. Wer ist denn dieser Best Point of Service? Sind das Sie oder ist das der Computer mit der Elga, wo die Leute dann reingehen können? Also es ist einfach ein Murks, den Sie hier gezaubert haben, wo eigentlich nichts übrig geblieben ist, außer dass wir jetzt eine Verwaltungsebene mehr haben. Und das ist genau das, was wir damals schon gesagt haben, als Sie Ihre ganze Gesundheitsreform hier vorgestellt haben. Da wird nichts reformiert, es bleibt alles beim Alten. Sie selbst haben hineingeschrieben und Sie haben es auch immer wieder wiederholt, es wird sich für die Länder nichts ändern. Na, damit haben wir genau die gleiche Situation wie vorher. Nur das Geld explodiert mehr. Und es wird uns eines Tages ausgehen. Und genau vor dieser Situation stehen wir ja auch schon. Und Sie haben ja im Budgetausschuss letzte Woche gesagt, na, wir brauchen eigentlich keinen Kassenstrukturfonds mehr, weil ich, Minister Stöger, habe es ja geschafft, alle Kassen stehen jetzt so wunderbar da. Und wenn die Arbeitslosigkeit, und Herr Bundesminister, ich habe genau aufgepasst, was Sie gesagt haben, Sie haben wörtlich gesagt, wenn die Arbeitslosigkeit so niedrig bleibt wie bisher, also allein dieser Satz, Herr Minister, disqualifiziert Sie massiv. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit den 50er Jahren in Österreich. Und Sie nennen das eine niedrige Arbeitslosigkeit. Sie sind selbst Gewerkschafter. Sie kommen aus der Gewerkschaftsbewegung. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, was sich in dieser Republik abspielt. Und trotzdem meinen Sie, dieses Gesundheitssystem, das haben Sie jetzt in irgendeiner Art und Weise reformiert. Und jetzt lassen wir mal ganz kurz, nur damit auch die Zuseher sehen, was hier wirklich passiert ist in den letzten Monaten und Jahren. Diese Gesundheitsreform ist ja von der ÖVP nur mit Herz und Schmerz überhaupt mitgetragen, zeigt sich auch daran, dass beispielsweise das Land Niederösterreich, ein ÖVP-geführtes Land, im letzten Moment überhaupt den Zielsteuerungsvertrag noch unterschrieben hat, mit einer Nachfrist, mit viel guten Zureden. Also so viel dazu, so großartig kann diese Reform dementsprechend auch gar nicht sein. Sie haben keinen Plan für die Lehrpraxenfinanzierung. Sämtliche Gesundheitssprecher in den Ländern, und diese Länder sind durch die Bank rote und schwarze Länder, haben einen Beschluss gefasst, dass diese Lehrpraxenausbildung kommen soll. Allein Sie weigern sich und Sie können es nicht finanzieren. Also wenn Sie so großartig eingespart haben, wenn die Kassen so großartig saniert sind, wie Sie dies darstellen, warum weigern Sie sich denn, diese wesentliche Ausbildung hier nicht zu bezahlen? Warum weigern Sie sich denn, dass das jetzt kommen soll? Also hier haben Sie völlig versagt. Zweites Beispiel, Elga, das Sie ja immer gesagt haben, das steht ja eng verknüpft mit dieser Gesundheitsreform. Ihre elektronische Gesundheitsakte, die ja floppt. Die Menschen wollen sie nicht, die Menschen versuchen sich abzumelden. Diese Elga-Kommission ist völlig überfordert mit der Aussendung der Bestätigungen, dass sich die Menschen abmelden. Also da passiert überhaupt nichts, das ist ein Chaos pur, das Sie hier machen. Und Sie stellen sich hin und sagen, ja, also das ist alles spitzenmäßig und das funktioniert alles bestens. Na, mitnichten funktioniert es bestens. Und im Übrigen ist es auch datenschutzrechtlich mehr als bedenklich. Wir haben von Anfang an gefordert, wir wollen eine ordentliche Opt-in-Lösung haben. Denn wenn das System wirklich gut ist, dann werden die Leute das auch freiwillig wollen. Aber was Sie machen, ist eine Zwangsbeglückung. Und genau das ist etwas, was wir ablehnen. Eine Zwangsbeglückung am Rücken der Patientinnen und Patienten in Österreich mit Wegwerfen aller datenschutzrechtlichen Bedenken. Das ist Ihr System. Das ist das, was Sie machen. Nächste Geschichte, Budgetausschuss. Wir fragen Sie, was wird denn das Elga-Projekt in den nächsten Jahren kosten? Ihre Antwort, 5,9 Millionen Euro. Nächste Frage, und was wird die Bewerbung des Elga-Projektes kosten? Ihre Antwort, habe ich schon gesagt, 5,9 Millionen Euro. Herr Bundesminister, Sie haben überhaupt keine Ahnung, was sich da abspielt in Ihrem Ressort. Sie wissen offensichtlich nicht einmal, was die Elga kosten wird. Sie wissen nicht, was die Bewerbung dieser Elga kosten wird und stellen sich jetzt hier dar, als hätten Sie dieses System völlig im Griff. Haben Sie nicht. Nächste Baustelle, das Mammographie-Screening-Programm. Das ist ja noch nicht einmal ordentlich angelaufen. Dann machen wir jetzt den nächsten Murks, indem wir es jetzt verbessern, auf bessere Füße stellen. Das ist noch nicht einmal ein halbes Jahr, müssen wir eine Totalreform machen. Und selbst jetzt gibt es wiederum Kritikpunkte. Es gibt keinen Vertrauensarzt. Der Vertrauensarzt muss jetzt irgendein unbekannter Radiologe sein. Das funktioniert überhaupt nicht. Die Frauen nehmen es nicht an. Die Frauen sind unzufrieden damit. Ihnen ist es egal. Ihr Prestigeprojekt. Sie haben es abgehackt.
Zahnspange, auch noch so ein Punkt. Also es geht stundenlang weiter. Ich könnte jetzt aufzählen, meine Redezeit ist leider auf 5 Minuten beschränkt. Aber es funktioniert überhaupt nichts. Und wenn der Kollege Spindelberger, und da muss ich jetzt schon noch drauf eingehen, sagt, also wir wollen das schon so haben und wir sind da recht froh, dass wir das quasi parteimäßig besetzen können, die Krankenkassen. Ja, genau deswegen wollen sie es nicht zusammenlegen. Genau deswegen wollen sie die Sozialversicherungen lassen, die 22, damit sie ihre Parteigünstlinge und Politpensionäre unterbringen können. Die Gesundheitssprecherin der FPÖ lässt Punkt um Punkt kein gutes haben Gesundheitssystem und hält den Gesundheitsminister für inkompetent. Eva Mückstein, die Gesundheitssprecherin